2023 hat gerade erst frisch begonnen, aber trotzdem sind wir schon durstig nach neuen News für die Sims 4. In diesem Video möchte ich meine Prognose zu PAX in 2023 abgeben und versuche herzuleiten, in welchem Monat was für Sims 4 erscheinen könnte. Wir sind im Jahr 2023 angekommen, bei den Sims geht's langsam wieder los, im Dezember hatten wir jetzt nichts wirklich. 2022 haben die Entwickler ja schon angeteasert, was wir dieses Jahr bekommen werden. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Die Entwickler haben ja letztes Jahr gemeint, wir werden 2 Erweiterungen in diesem Jahr erhalten. Da wird natürlich ordentlich Abstand zwischen den Erweiterungen sein. Es ist ja jetzt auch so, dass wir im Januar wieder einen Quartalsteaser bekommen müssten, in dem die Entwickler dann immer frisch vorstellen, was für Inhalte in den nächsten 3 Monaten erscheinen werden. Ich dachte tatsächlich, das wird schon diese Woche der Fall sein. Die erste Erweiterung könnten wir schon im Januar oder Februar erhalten. Das ist ein bisschen schwierig. Ich denke tatsächlich, dass die Entwickler den Januar nicht leer lassen werden, weil letztes Jahr war es eigentlich auch so, dass die Entwickler maximal so einen Monat ohne richtigen Content bei den Sims hatten. Und jetzt im Dezember hatten wir ja nichts, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie da dann vielleicht einfach noch ein Set reinschieben werden. So, ein Set für den Januar. Wir alle haben, glaube ich, irgendwie genug von den Sets, aber die Entwickler scheinen das ein bisschen anders zu sehen. Wenn wir jetzt sagen, dass im Januar ein Set kommt, im Februar die große Erweiterung, da hat man ja auch schon erste Weltenkonzeptzeichnungen gesehen, auch eine Sims-Frau mit so einer Tragetasche auf dem Rücken. Deswegen könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass das große Säuglings-Update wir dann ebenfalls im Februar erhalten werden. Es ist da ja häufig so, dass die Entwickler quasi vor einer Erweiterung das große Update dann auch dazu nutzen, wirklich größere Features mit ins Spiel zu bringen, die dann höchstwahrscheinlich auch in der Zeit von der Erweiterungsentwicklung irgendwie erstellt werden. Dann in dem Zug, so wie es bisher aussah, auch von den Objekten, die so ein bisschen gezeigt wurden, könnte ich mir schon vorstellen, dass es wirklich jetzt langsam in die Richtung Lebensfreude-Erweiterung gehen wird, so ein bisschen wie in The Sims 3. Es gab ja auch schon viele, die in der Vergangenheit gemeint haben, dass Elternfreuden so als Gameplay-Pack dann schon dieses Thema abgelöst hat und wir deswegen keine Erweiterung mehr in diesem Sinne bekommen werden, was sich um die Generation drehen wird. Also das denke ich tatsächlich nicht. Die Entwickler haben auch nochmal gemeint, nur weil es dieses Gameplay-Pack gab, heißt es nicht, dass die Entwickler da nicht nochmal eine extra Erweiterung in diese ganze Familienrichtung machen werden. Und das wäre sonst auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Deswegen denke ich, jetzt im Februar direkt am Anfang schon das Baby-Update, gar nicht mal so unrealistisch. Dann vielleicht im März ist dann wieder ein bisschen weniger los. Die Entwickler brauchen da ja auch mal so ein bisschen Verschnaufspause wieder. Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, kommt dann schon im April vielleicht ein Gameplay-Pack? Leute, wir positionieren jetzt hier einfach mal in den April rein das Gameplay-Pack. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir in diesem Jahr dann auch keine 2 Gameplay-Packs, sondern wahrscheinlich nur 1 erhalten werden. Einfach aus dem Grund, weil wir schon 2 Erweiterungen in diesem Jahr bekommen werden. 2019 war tatsächlich das einzige Jahr, wo wir 2 Erweiterungen und 2 Gameplay-Packs in einem Jahr erhalten haben. Deswegen, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Ich habe da auch in letzter Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl, dass die Entwickler ihre Prozesse ein bisschen vereinfacht haben und nur noch, sagen wir mal, Inhalte rauskommen oder vermehrt zumindest Inhalte rauskommen, die irgendwie leicht zu machen sind. Wenn wir uns jetzt einfach mal zum Beispiel die Accessoire-Packs und Sets angucken, bei den Accessoire-Packs war es noch so, dass es da Programmierer geben musste, die sich dann die Features überlegt haben. Mit jedem Accessoire-Pack gab es ja ein Gameplay-Objekt oder manchmal sogar ein ganzes Gameplay-System. Und bei den Sets sind es ja nur Objekte, das heißt, die Entwickler konnten da schon mal Leute einsparen. Dann auch mit den Updates und Sims Delivery Express Inhalten das gleiche. Tatsächlich war es ja so vor 2 Jahren ungefähr so, dass die Entwickler fast jeden Monat bisschen größere Updates integriert haben, die dann auch wirklich ein neues Feature mit hinzugefügt haben oder sonst irgendwie das Spiel vorangebracht haben. Es gibt natürlich jetzt immer noch Updates, aber ich habe das Gefühl, die kommen in einer viel niedrigeren Frequenz. Und stattdessen kommen dann halt auch wieder diese Sims Delivery Express Inhalte, mit denen die Entwickler einfach neue Objekte hinzufügen und die brauchen halt einfach nicht so viel Entwicklungsressourcen. Deswegen könnte ich mir jetzt halt auch hier vorstellen, dass die Entwickler quasi, wenn sie jetzt hier 2 Erweiterungen in diesem Jahr haben, dann einfach die Leute von den Gameplay Packs ein bisschen rausgenommen haben. Vermutlich ist da einfach der Hauptgrund ganz einfach Geld bzw. Lohnkosten, weil es ja sehr teuer ist, immer so viele Leute da bei EA zu beschäftigen.
und sie dann wahrscheinlich eher einfach gucken, dass man Features findet, die man recht kostengünstig irgendwie produzieren kann. Wenn wir jetzt mal weitergehen wollen, ich denke, im Mai wird es mal wieder Zeit, dass die Entwickler da mit Sets um sich schmeißen. Da könnten wir vielleicht sogar wieder 2 Sets in einem Monat bekommen. Ich schiebe die mal jetzt hier so hin, das halte ich irgendwie für realistisch. Wenn wir jetzt dann weitergehen in die 2. Hälfte des Jahres, ich könnte mir vorstellen, dass die Entwickler im Juni vielleicht wieder so eine kleine Pause einlegen werden. Da wird es nur einen neuen Sims Delivery Express geben. Vielleicht dann im Juli wieder was Größeres, also hier ein neues Basisspiel-Update. Da ist jetzt halt auch so ein bisschen wieder die Frage, was da kommt. Es gibt ja noch viele große Community-Wünsche, so Autos oder so. Aber Leute, wir sind ganz ehrlich, wenn wir mal ganz kurz über die Autos reden möchten, ich kann mir irgendwie nicht mehr so ganz vorstellen, dass das in The Sims 4 passieren wird. Gerade, dass jetzt auch letztes Jahr dann wirklich erste Hinweise zu The Sims 5 angeteasert wurden. Und apropos The Sims 5, auch in diesem Zeitstrahl interessant, könnte ich mir nämlich vorstellen, dass die Entwickler in diesem Jahr, etwas später im Jahr, auch mal wieder so ein paar kleine neue Teaser zu The Sims 5 raushauen werden. Es wurde ja schon im Stream vom letzten Jahr bestätigt, dass die Entwickler da immer mal wieder so ein paar Infos teilen werden. Deswegen könnte ich mir halt auch vorstellen, dass vielleicht im August, dann so fast ein Jahr später, wir vielleicht dann wieder so ein paar neue Screenshots bekommen werden, ein paar neue Informationen werden geteilt. Deswegen dann vielleicht auch wieder im August für The Sims 4 nichts, aber dann halt vielleicht ein paar neue kleine Sneak Peeks zu The Sims 5. Denke ich, könnte irgendwie ganz realistisch sein. Der September bietet dann wieder ganz viel Potenzial für ganz viele Sets für The Sims 4. Vielleicht dann auch wieder so ein Pärchen, das machen die Entwickler ja ganz gerne. Ich schiebe jetzt hier einfach mal 2 rein. In 2022 gab es ja 8 Sets, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es hier vielleicht sogar ein bisschen zu pessimistisch gerechnet ist. Also höchstwahrscheinlich würden es noch ein paar mehr Sets sein. Dann weiter im Oktober, was halte ich denn da für realistisch? Vielleicht ist es dann Zeit für die 2. Erweiterung für The Sims 4. Finde ich ja tatsächlich spannend. Also wir können uns jetzt auf jeden Fall in diesem Jahr tatsächlich sicher sein, dass wir 2 Erweiterungen erhalten werden, was ich irgendwie sehr cool finde. Alle von euch, die noch länger als bei The Sims 4 dabei sind, können sich vielleicht noch an die Zeit bei The Sims 3 erinnern, wo es in einem Jahr tatsächlich 3 Erweiterungen gab. Das werden wir in The Sims 4 höchstwahrscheinlich nicht mehr erleben. Das war schon geil. Aber ich glaube, mit 2 Erweiterungen sind wir ja schon ganz gut dran. Dann setze ich jetzt auch nochmal das neue Update. Das wird dann ja ebenfalls höchstwahrscheinlich im Oktober erscheinen. So, wahrscheinlich werden es auch noch mehr Updates sein. Ich habe jetzt hier Monate, wo gar nichts ist. Da kann es natürlich trotzdem sein, dass ein Update kommt. Aber dann halt eher wahrscheinlich mit so Bugfix-Inhalten oder sowas. Also jetzt nichts krass Großes. Ich denke tatsächlich, dass die Entwickler nochmal größer irgendwie die Nachbarschaften überarbeiten werden. Also jetzt nicht unbedingt, dass sie eine neue Region irgendwie hinzufügen werden, sondern eher die bereits vorhandenen Haushalte und Sims vielleicht nochmal überarbeiten. Das finde ich auf jeden Fall nochmal wichtig, dass sie da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen Background einbauen, weil ich habe das Gefühl, die Sims, die so in der Welt leben, haben irgendwie kein richtiges Eigenleben. In The Sims 2 zum Beispiel war es ja so, dass die Entwickler mit den Spielständen, die so in der Welt waren, ganz lang gespielt haben und die Sims da auch so eine richtige Background-Geschichte hatten. In The Sims 4 ist es zwar ja in so einer gewissen Weise auch der Fall, aber die Sims in den Nachbarschaften einen richtigen Stammbaum hätten und so, den man dann auch richtig nachvollziehen kann, wäre das schon sehr cool. Vielleicht kommen auch wieder so ein großer Community-Wunsch, wie zum Beispiel die Einbrecher oder so wieder zurück. Das wäre auf jeden Fall noch sehr cool. Finde ich auch recht realistisch. Das ist, denke ich, zum Programmieren jetzt nicht so mega schwierig. Dann ist 2023 in meiner Timeline hier schon fast zu Ende. Dann wird es wahrscheinlich wieder so ein bisschen wie dieses Jahr sein. Es wird dann wieder ganz viele Sets geben. Ich glaube, bei den Sets gibt es auf jeden Fall auch noch so ein paar Themenideen, die man gerne so ein bisschen abhandeln könnte. Ganz ehrlich, so ein Set, was vielleicht Bartobjekte anpackt, fände ich ganz cool. Ein Set mit nur 9 Frisuren fände ich, glaube ich, auch mal irgendwie realistisch.
Und es gibt tatsächlich auch viele Themen, wo ich finde, dass dieser Set-Rahmen passt. Also gerade dieses Pflanzenset war an sich irgendwie sehr sinnvoll. Da hoffe ich, kommt einfach noch ein bisschen was. Und liebe Entwickler, ihr dürft gerne auch mal wieder ein Gameplay-Set machen. Wenn ihr schon die ganze Zeit so viele Sets produziert, da denke ich, wird es auch im Dezember nämlich so weitergehen. Dann bekommen wir vielleicht auch wieder so ein Set-Pärchen. Dann werden wir in diesem Jahr bei insgesamt 3, 5, 6, 7, 8 Sets. Also tatsächlich genauso wie letztes Jahr. Jetzt ist meine Timeline gefüllt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu 2023 denkt, was ihr euch für große Features wünscht. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Skandale es in diesem Jahr geben wird. Das ist bestimmt auch witzig. Hört doch auch gerne nochmal in die letzte Folge von Sim gehört rein. Da habe ich mit Micha von simtimes.de so ein bisschen über 2022 gesprochen. Der große Jahresrückblick in Audioform. Link ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.